Hallo zu einer neuen War Thunder News Recap-Folge. Ist erstmal Entschuldigung, dass die Folge erst heute kommt und nicht gestern. Aber gestern hatte ich einfach keine Zeit, diese Folge vorzubereiten. Also, heute wird nachgeholt. Und es geht los mit einem neuen Leopard 1. Nämlich ein Leopard mit einer Rheinmetall 120 mm L44 Kanone. Ist ein Premium-Panzer und ist nur in einem Vorbesteller-Premium-Paket bestellbar. Kostet 60 Euro. Wie gut die Kanone denn wirklich ist, das muss man mal abwarten eigentlich. Also falls ihr nicht überzeugt seid, abwarten, dann vielleicht danach kaufen. Und genau, es sieht eigentlich ganz spaßig aus für einen Leopard 1. Aber er wird wahrscheinlich auch höher eingestuft wie der Leopard 1. Also mal schauen, wie sich der Leopard 1 dann schlägt. Dann gibt es auch noch einen Dev-Block für jedes Fahrzeug, was ich letzte Woche vorgestellt habe. Weil da wurden sie ja angekündigt und in dieser Woche wurden jetzt einfach die ganzen Dev-Blocks rausgehauen, wo eben noch mehr Informationen über das jeweilige Fahrzeug dann auch veröffentlicht wurde. Und da ist unter anderem auch das AGM 12B Ballpapp-Flugzeug dabei. Und ich habe das einfach mal rausgepickt, weil das Besondere an diesem Flugzeug ist, dass es das erste Flugzeug ist, das ins Spiel kommt mit einer amerikanischen Luftbodenrakete, die man lenken darf. Falls euch die anderen Fahrzeuge auch interessieren, wie zum Beispiel das deutsch-argentinische TAM-Panzerchen, dann schaut einfach mal in die Gaijin News rein und sucht euch das entsprechend einfach raus. Außerdem wurden zwei neue Schauplätze vorgestellt, eine Panzerkarte und eine Flugzeugkarte. Die Panzerkarte heißt amerikanische Wüste. Ja, ist eigentlich einfach eine Wüste und mit einer Stadt. Und ich sag mal, das einzig Besondere an dieser Karte ist vielleicht, was neu im Spiel ist. Da gibt es einen Zug. Der ist animiert, der fährt da rum und den kann man dann zum Beispiel auch zerstören, um vielleicht einen Weg zu blockieren. Oder der Zug kann auch einen rammen und da geht man dann anscheinend höchstwahrscheinlich auch kaputt. Und der andere Schauplatz für die Flugzeuge heißt Vietnam. Ja, da gibt es eigentlich nichts Besonderes, das ist einfach eine grüne Karte wieder, wie man es eigentlich auch schon kennt. Und mehr Informationen gibt es da eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur die Bilder, schaut eigentlich wieder ganz nett aus. Aber irgendwas Besonderes habe ich da jetzt nicht erkannt. Und zu guter Letzt gab es noch ein Server-Update am 27.08. Betrifft nur die Konsolenspieler, nämlich die Trophäen Advancing Storm 1, Project X1 und Project X2 Trophäen wurden erhöht, also die Kosten. Und man kann jetzt im Workshop Gegenstände aus der Project X2 Trophäe tauschen. Das war's dann auch schon wieder mit der ganz kurzen News-Folge. Ich habe jetzt extra nicht diese ganzen Dev-Blocks nochmal extra aufgegriffen, weil ich habe es im letzten Video schon gehabt. Also wie schon gesagt, falls ihr noch mehr Informationen über die neuen Fahrzeuge haben wollt, schaut einfach in die Gaijin News. Dann bis zum nächsten Video. Ciao!